heute das größere Spiel. Das größere Spiel signalisiert schon, es gibt mehrere Spiele oder mehrere Spielfelder, auf denen Entscheidungen oder Veränderungen in Gang gesetzt werden. Größer heißt das Spiel deshalb, weil es einfach mehr Optionen als das Spielfeld, auf dem man dann selber spielt, inne hat. Das heißt, wenn ich das größere Spiel beobachte, sehe ich die Vielfalt der Optionen, die dann nach Einengung dieser Optionenvielfalt auf mein Spielfeld runtergebrochen werden. Die zweite Spielregel lautet, setze Bewertungen aus. Was wir damit meinen ist, üblicherweise haben wir eine Gewohnheit des Menschen, dass sobald eine Situation eintritt, eine Option sich auftut, dass wir sozusagen unmittelbar mit dieser Situation eine Bewertung verbinden. Etwas ist gut, etwas ist schlecht, es ist gut für uns, es ist schlecht für uns. Und das schließt aber von vornherein eine ganze Menge an Optionen aus, weil wir mit unseren Vorurteilen da sozusagen einfach Dinge nicht zulassen. Und setzt die Bewertungen aus, heißt für uns das Spiel zu erweitern, den Optionenreichtum zu erweitern, indem wir Vorurteile hintanhalten und uns den Optionen einmal sagen, wertungsfrei nähern und schauen, was ist möglicherweise Gutes in einer anderen Position, in einer anderen Situation und daraus dann entsprechend neue Möglichkeiten abzuleiten. Die dritte Spielregel heißt, entscheide nicht sofort, initiiere einen Prozess. Diese dritte Regel steht ja mit den ersten beiden Regeln in einer direkten Wechselwirkung. Das heißt, dem Grunde nach haben wir es immer mit unentscheidbaren Fragen zu tun, die wir letztendlich zu entscheiden haben, denn entscheidbare Fragen sind ja längst getroffen worden und entscheidbare Fragen sind ja auch bestimmt und geprägt über den Rahmen, in denen sie gefällt worden sind. Das heißt, in Anlehnung und in Würdigung der ersten beiden Regeln heißt das, man sollte, bevor man entscheidet, einen Syntheseprozess starten zwischen den Polen, die einem in dem Entscheidungsraum noch zur Verfügung stehen, und auf Kommunikation, Dialog und Partizipation setzen. Ja, und die vierte Spielregel lautet, halte inne, bis alle gelernt haben. Damit ist gemeint, dass wir in Veränderungsprozessen darauf achten sollen, dass wir nicht sozusagen die eine Veränderung durch die andere quasi sofort ablösen und die eine Veränderung die andere überholt, sondern dass man ganz bewusst Pausen einlegt und dieses Innehalten dazu nutzt, gemeinsam zu reflektieren, wie weit sind wir eigentlich gekommen. Und das ist quasi ein gemeinsamer Lernprozess, den man initiiert, und besonders wenn viele Menschen in Veränderungsprozesse involviert sind, wird diese Spielregel besonders wichtig, auch wiederum im Zusammenhang mit allen anderen Spielregeln, weil sie es ermöglicht, den Menschen anzukommen und das zu werden, was zu dem Zeitpunkt wichtig ist und was der Veränderungsprozess ausdrücken will.